Wenn man in den 80er Jahren das medizinische Fachblatt schlechthin, nämlich die Bild-Zeitung, aufgeschlagen hat, hat man immer da einen Mann gesehen, einen Professor, der sich medizinisch einließ und irgendeine Wundertherapie versprach oder aber schon, wo es schon hieß, naja, ob das alles so richtig ist. Und das Merkwürdige war, dass so viele Leute dem zugehört haben, dass sie ihn so viel ins Fernsehen eingeladen haben, denn der sah eigentlich aus wie der böse Nachbar, den man überhaupt nicht haben möchte. Und dieser Mann, der damals die Schlagzeilen beherrschte, der ganz viel im Fernsehstudio saß, der hat in der Tat auch Schuld auf sich geladen. Das war nämlich Professor Julius Hackethal. Heute Abend löse ich mein Versprechen ein. Ja. Professor Julius Hackethal, kurz bevor er seiner Patientin Hermie E. 4 Gramm Cyankali zur Verfügung stellt. Wir hatten verabredet, dass ich am Abend hierher komme, nochmal mit ihr rede und dann anschließend diesen Gifttrunk ihrer Nichte übergebe. Hackethal muss aufpassen, vor allem auf Paragraph 216 Strafgesetzbuch. Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so ist auf Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren zu erkennen. Hermie E. kam im September 1983 zu Professor Hackethal. 13 Operationen hatte sie hinter sich, ihr Gesicht war völlig deformiert. Der Krebs hatte ihre Lippen zerstört, die Wangen und den Oberkiefer. Ihr rechtes Auge war erblindet, das Sprechen fällt ihr schwer. Den ganzen Tag haben Sie Schmerzen. Den ganzen Tag. Und erstens kann man nichts mehr richten, sondern hat ein Arzt gesagt, da kann man das ganze Gesicht wegschneiden. Und da kann man nichts mehr machen, das geht immer weiter, hat er gesagt. Für die Boulevardpresse ist Julius Hackethal ein gefundenes Fressen, seit Jahren schon. Er bezichtigt seine Ärztekollegen der Heldenchirurgie und bezeichnet ihr Vorgehen in der gängigen Krebstherapie als Verstümmelungsstrategie. Inzwischen behandelt die Schulmedizin tatsächlich differenzierter. Heilen konnte aber auch Hackethal nicht. Ich habe mich von ihr verabschiedet, habe sie umarmt, habe ihr auch noch mal zeigen wollen, dass ich mich nicht vor ihr ekle, habe mein Gesicht an ihr Gesicht gedrückt. Und dann hat sie mich genommen und hat gesagt, Herr Professor, vielen Dank. Um 20.59 Uhr ist Hermie E. tot. Einen Film, den er am Tag des Todes seiner Patientin mit ihr drehen ließ, gibt er ans Fernsehen weiter. Der Präsident der Bundesärztekammer, Carsten Villmar, ist entsetzt. Einen Giftbecher zu reichen, widerspricht allen Grundnormen ärztlichen Handelns. Hackethal widerspricht. Die Patientin selbst wollte ja, dass eines Tages, und deswegen hat sie sich auch für den Film zur Verfügung gestellt, den ich aber nur gedreht habe, um beweisen zu können, dass sie nicht plemplem war, wie was man ja hätte behaupten können, und dass sie schrecklich krebsverstümmelt war. Julius Hackethal wird angeklagt, aber nicht verurteilt, weil seine Patientin die Giftkapsel nachweislich selbst genommen hat. Hätte er den Pappbecher mit dem Cyankali angereicht, es wäre anders ausgegangen. Aktive Sterbehilfe ist in Deutschland verboten, auch heute. Hackethal in einem Telefoninterview. Grundsätzlich stehe ich auf dem Standpunkt heute, dass es in bestimmten Fällen nach strenger Kontrolle möglich sein muss und dass es sogar eine ärztliche Pflicht sein kann, Sterben zu helfen. 2015 stellt der Deutsche Bundestag eine regelmäßig wiederholte Hilfe zur Selbsttötung unter Strafe. Gut 4 Jahre später hebt das Bundesverfassungsgericht das Gesetz wieder auf. Zum Persönlichkeitsrecht gehöre eben auch ein Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben, heißt es. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen. Professor Julius Hackethal hätte das Verbot des Verbotes vermutlich gefallen. Er erlebt es nicht, stirbt 1997 an Lungenkrebs. Der unheilbar krebskranken Hermie E. verhalf er am 18. April 1984 in den Freitod. Heute, vor 40 Jahren.